Er hat weder Brieftasche noch Ausweis bei sich. Strangulation, oder? Das kann man so noch nicht sagen, aber er war mehrere Tage unter Wasser. Was habt ihr noch rausgefunden? Guten Abend, Javier Luna. Ich bin Journalist. Ein 16-jähriger Junge fuhr am Donnerstag von zu Hause weg und seither ist er nicht nach Hause zurückgekehrt. Du hast einen Vermissten und ich eine nicht identifizierte Leiche. Er ist Sportler, geht allerdings auch ganz gern feiern. Das machen doch viele. Er besonders. Kommissar de Ruiz, Inspektor Fuentes. Können Sie uns was dazu sagen? Es gibt einen vorläufigen Autopsiebericht. Sieh mal das hier. Ja? Er hatte einen Mann kennengelernt und da fingen die Probleme an. Weißt du immer alles schon, bevor es passiert? Wenn wir uns zusammentun würden, dann hätten wir beide etwas davon. Das heißt mystisches Delirium. Zustände, die bestimmten religiösen Erfahrungen ähneln. Dann ist der Täter also gläubig. Das Problem hat schon zu weite Kreise gezogen. Mir ist der Ernst der Lage bewusst. Das wird uns nichts als Probleme einhandeln. Es gibt Beweise. Daran hat keiner Interesse, weder Sie noch ich noch irgendjemand sonst. Möglicherweise verstoße ich gegen das Beichtgeheimnis. Das ist dem Gesetz völlig egal. Mir nicht. Aber mir nicht, Kommissaria, mir nicht. Ich hatte keine Beziehung mit Alejandro. Ich habe nur weggeschaut, das war's. Wenn Sie weggeschaut haben, was wollten Sie da nicht sehen? Das sind keine Einzelfälle. Es geschieht nichts, um dem Einhalt zu gebieten. Bei den Mordermittlungen bin ich auf etwas gestoßen, das die Story deines Lebens sein könnte. Hey!